So, dann herzlich willkommen nochmal zum heutigen Chart-Webinar von Ayondo und Feingold Research mit dem Thema deutsche Nebenwerte, Technologieaktien, Mid-Caps und ja, der ein oder andere Small-Cap, den wollen wir auch mal unter die Lupe nehmen. Heute so ein kleines Mix-Webinar habe ich mir mal vorgestellt, und zwar nicht nur jetzt, dass wir uns die Charts angucken, also rein technisch orientiert uns der Sache annähern, sondern eben auch noch mal so ein bisschen fundamentalen Gesichtspunkt mit reinmischen und somit dann unter dem Strich eigentlich, denke ich mal, so für beide Lager in Anführungszeichen sollte dann was dabei sein, also für die Fundis und für die Techniker. Das mal so der grobe Fahrplan für heute. Wir wollen anfangen, denke ich mal, zu Beginn mit dem DAX, und zwar mit der Umfrage, bevor ich die nämlich sonst wie sonst meistens auch wieder vergesse. Wäre es mal ganz gut, wenn ich die ganz an den Anfang schiebe. Und zwar, Sie kennen es schon, wo steht der DAX am kommenden Dienstag? Die letzte Umfrage, die wir ja gemacht hatten vor einer Woche, denkbar knapp ausgefallen. 54% hatten gesagt, dass der DAX steigen wird, 46% der DAX wird fallen. 9.890 sind wir heute rausgegangen. Also der Markt so im Wochenverlauf ungefähr 150 Punkte verloren. Wir waren jetzt mal die Minderheit, lag da richtig. Die Aussichten für die nächste Woche, es sind ja jetzt nicht mehr ganz so viele Termine. Wir haben heute ja die Inflationsdaten reinbekommen, die höher ausgefallen sind als eigentlich erwartet. Und das führte dann natürlich auch schon sofort dazu, dass die Positionierungen an den Terminmärkten angepasst wurden. Und zwar die Wahrscheinlichkeiten für eine Zinserhöhung im Juni ist jetzt von 4% auf 11% gestiegen. Das ist jetzt nicht der Rede wert. Im Juni wird es natürlich keine Zinserhöhung geben. Aber was ganz interessant ist, so zum Jahresende hin, da hat sich die Sache schon ein bisschen verschoben. Es war ja bisher so die Quote von 50% Wahrscheinlichkeit Zinserhöhung der amerikanischen Notenbank im Dezember. Das hat sich jetzt eher in den November verschoben. Wir haben hier weiterhin natürlich diese Diskrepanz. Auf der einen Seite die Inflationskomponente. Ich schließe mal die Umfrage, aber Sie verpassen auch nichts hier, was ich zeige. Auf der einen Seite die Inflationskomponente, die in den USA langsam ansteigt. Die Kernrate jetzt reingekommen mit 2,1%. Damit liegt sie leicht über der Schwelle von 2%. Das heißt also, Teuerungsrate zieht allmählich an. Wir haben aber weiterhin eine schwache US-amerikanische Wirtschaft. Das beides zusammen stellt natürlich die amerikanische Notenbank vor ein Problem. Wie will man sich entscheiden? Da spielt natürlich Gold in die Karten, ist ja ein klassischer Inflationsschutz auch. Und die Aktienmärkte muss man jetzt mal abwarten. Wenn man sich mal breite Konjunkturindikatoren anschaut, wie zum Beispiel den Citigroup Economic Surprise Index, also der CESI-Index, der angibt, wie groß das Überraschungspotenzial ist von Konjunkturdaten, dann sieht man hier, dass seit Mitte April die Wirtschaftsdaten durchweg enttäuscht haben. Das heißt also, der zieht deutlich schon nach unten, während ja die amerikanischen Aktienmärkte noch im Bereich des Rekordhochs notieren. Dann haben wir heute auch oder in den vergangenen Tagen gesehen, dass die Aktienkäufe der US-Unternehmen drastisch zurückgegangen sind. Das kann man einfach nur so umschreiben. Wir haben den stärksten Rückgang gesehen bei den Unternehmensaktienrückkäufen seit 2009. Und nur noch mal zum für den Hinterkopf, wir hatten im ersten Quartal 170 Milliarden Dollar Aktienrückkäufe allein bei den S&P 500 Unternehmen. Das heißt also, die Unternehmen aus dem S&P 500 haben ja im ersten Quartal mit ihren Aktienrückkäufen wesentlich den Markt gestützt, und genau das fällt jetzt offenbar weg. Das heißt, die Unternehmen kaufen nicht mehr einzelne Aktien, sondern parken das Geld lieber, natürlich auch vor dem Hintergrund, dass allmählich jetzt auch, ja, die Geschäftsperspektiven vielleicht nicht mehr ganz so rosig sind. Die Berichtssaison in den USA war ja schon das Prädikat durchwachsen gewesen, wenn man da auf einzelne Komponenten schaut, schon eher schlecht. Gut, das mal so zum kurzen Überblick. Ich sehe gerade, KUKA wird nachbörslich, wird übernommen und nachbörslich 11% gestiegen. Also hier ein Midcap, der schon mal eine starke Reaktion zeigt. Jetzt gucken wir erstmal, wie das heute die heutige Umfrage ausgegangen ist. 47% sagen, der DAX steht nächste Woche höher. 53% gehen davon aus, der DAX steht tiefer. Also spiegelbildliches Verhältnis zur vergangenen Woche. Leichter Pessimismus, aber das ist noch nicht aussagekräftig hier. Ich sage ja immer, alles so, was zwischen 40 bis 60% hin und her geht, das
Das sind keine klaren Werte, mit denen man arbeiten kann. Deswegen hoffe ich ja mal, dass sie sich irgendwann mal wieder dazu durchringen, klar eine Meinung und eine Positionierung eingehen. Und damit haben ja auch im Augenblick viele amerikanische Investoren Probleme. Wenn Sie sich mal anschauen, die Umfragen bei den kleinen Anlegern in den USA oder eben auch den Börsenbriefschreibern, da ist es so, dass sehr hoher Anteil im Augenblick im neutralen Lager ist. Und diese hohen Quote im neutralen Lager, die hat man auch schon mal häufiger gesehen vor Hochpunkten am Markt. Ja, da lauern jetzt sehr viele da drauf. Kommt es jetzt doch zum überraschenden Ausbruch beim S&P 500 zum Beispiel auf über die Rekordmarke oder eben kippen wir nach unten weg? Aber vorher will ich in den Markt nicht reingehen. Da kommen wir noch die Saisonalität. Wir haben geopolitische Risiken wie zum Beispiel Brexit oder die Wahl in Spanien, Konjunkturprobleme und so weiter. Also eigentlich vor einem Jahr hätte man ja noch gesagt, die Notenbanken werden uns irgendwie wieder rausreißen und die Märkte steigen an der Mauer der Angst nach oben. Aber im Augenblick zieht eben dieses Argument nicht mehr, weil eben auch die Notenbanken nicht mehr richtig mitziehen wollen. Bei der Fed gibt es immer wieder Töne, die sagen, na, eine Zinserhöhung vielleicht doch mal. Die EZB will jetzt auch erstmal ihre Maßnahmen, die man jetzt nochmal ausgeweitet hat, abwarten, also wie sie sich auswirken. Das heißt, Rückenwind von den Notenbanken, da müssen wir erstmal drauf verzichten und dann fehlt ein ganz, ganz wichtiger Treiber, wenn nicht eigentlich sowieso der zentrale Treiber an den Aktienmärkten, der kippt jetzt weg. Und ja, die Berichtssaison hat es gezeigt, die alleine kann es nicht rausreißen. Die Gewinnrezession, die wir in den USA gesehen haben, ist auch in Deutschland nicht wesentlich besser, wenn man sich das anschaut, im langjährigen Vergleich, die Daten, die rausgekommen sind. Also insgesamt das Feld, und damit komme ich jetzt schon so ein bisschen auf die Mid- und Small Caps, wirklich herausfordernd, die Gesamtaktienmärkte jetzt auf Sicht von einigen Wochen bis Monaten. Ich sag's mal so, man muss nicht unbedingt drin sein. Also wenn man jetzt einen mittelfristigen Horizont hat und gerade bei den Blue Chips hier, Sie sehen den DAX, da ist nach wie vor keine richtige Entscheidung gefallen. Die Tendenz ist übergeordnet nach wie vor noch negativ. Das sieht man ja hier auch am intakten Abwärtstrend, der hier vorliegt. Dann haben wir noch eine fallende 200-Tage-Linie vorliegen, also übergeordnet weiterhin negativ. Ich zoome uns mal ein bisschen rein und Sie sehen ja schon, worum es im Augenblick geht. Also aus Trading-Gesichtspunkten interessant natürlich hier der Bereich um 10.120. Hier nochmal kurz reingezoomt. Das ist die entscheidende Marke, an der immer wieder jetzt seit Anfang Mai verkauft wird. 10.100, 10.120, Ping-Pong-Spiel hin und her. Horizontaler Widerstand, 21-Tage-Linie, fallende 200-Tage-Linie, das knubbelt sich hier alles so im Bereich von rund 100 Punkten und das hält jetzt viele davon ab, hier reinzugehen, sowohl kurzfristige als auch mittel- bis langfristige Investoren. Und jetzt wird es einfach so sein, ne, man muss hier abwarten, wohin diese Handelsspanne sich ausbricht, ja, wohin der Markt ausbricht. Je länger diese Periode hier andauert von diesem Hin und Her, von dieser Schaukelbörse und je enger die Handelsspanne ist, desto kräftiger anschließend der Ausbruch in die entsprechende Richtung, die hier übergeordnet negativ weiterhin einzuschätzen ist. Also wenn Sie das Ganze im Trading-Bereich anfassen wollen, die Märkte im Augenblick, den DAX, achten Sie auf der Oberseite bei 10.100 da drauf. Da kann man eigentlich schon auf die Short-Seite wechseln und hier immer auf den Rücklauf setzen bis im Bereich 9.750, 9.800, meinetwegen auch ein bisschen früher, 9.850. Dann hat man hier eigentlich schon mal ganz gut zu 200 Punkte ungefähr drin. Kann man ganz gut handeln. Eng absichern natürlich die Position, hier knapp über der 200-Tage-Linie zum Beispiel. Dann hat man auch ein ausgeglichen bis positives Chance-Risiko-Verhältnis. Wenn man sich auf das Spielchen nicht einlassen möchte, dann einfach abwarten, was hier die nächste Reaktion ist. Das heißt, auf der Unterseite 9.750 beim DAX ist die Unterstützung, auf der Oberseite 10.120 die Barriere. Die müssen rausgenommen werden. Darüber dann natürlich die 200-Tage-Linie, 10.170. Dann haben wir hier langsam schon den Abwärtstrend von 10.600 Punkten, also Oberseite eher zu vernachlässigen. Da muss man aufpassen, ob man das eingehen möchte. Auf der Unterseite fallen wir unter 9.750. Lautet dann das nächste Ziel, April-Tief 9.480, 9.500 Punkte. Das sind hier diese Wendemarken. Und damit haben wir eigentlich ein ganz gutes Drehbuch so für die nächsten Tage für den DAX. Einfach darauf achten, was da passiert. Ich denke und ich gehe davon aus, dass nicht sehr viel passieren wird, sondern dass wir jetzt erstmal seitwärts tendieren.
Der Grund ist einfach, wir haben am Freitag den kleinen Verfall an den Terminmärkten. Und ich habe Ihnen hier das Open Interest mitgebracht. Das heißt also die offenen Kontrakte noch an der Eurex im Augenblick. Sie sehen es an der 10.000er Marke, ist mit Absatz, mit Abstand das höchste Open Interest. Das heißt, hier würden die meisten Optionen wertlos verfallen. Und das zeigt auch hier nochmal die Summenbetrachtung sehr deutlich. Der Markt tendiert ja immer dahin, wo die meisten Optionen wertlos verfallen würden. Die werden ja von den Stillhaltern geschrieben, also von großen professionellen Investoren, institutionellen Investoren. Und die haben natürlich ein Interesse daran, dass diese Optionen eben nicht mehr ins Geld laufen. Das heißt also, der Markt hier nicht über die 10.000 steigt, beziehungsweise deutlich unter die 10.000 abkippen sollte. Also eine Abrechnung des DAX im Bereich von 10.000 Punkten am Freitag recht wahrscheinlich. Darüber hätten wir dann auch nochmal einen ganz guten Bereich bei 10.100 Punkten. Auf der Unterseite scheint der DAX im Augenblick auch noch ganz gut abgesichert. Wir haben hier 9.800 Punkte. Sie sehen den langen roten Balken. Das heißt also, die Put-Optionen sind hier sehr, sehr hoch mit knapp 15.000. Man kann also davon ausgehen, dass der DAX auch nicht unter 9.800 abgerechnet wird. Das sind mal so die groben Signale, die wir im Augenblick von den Optionsmärkten bekommen. Und das würde darauf hindeuten, dass wir zumindest in den nächsten 3 Tagen auch noch in dieser engen Spanne hier handeln werden. Sofern natürlich nicht irgendwelche größeren, überraschenden Nachrichten auf den Markt treffen. Das ist natürlich ganz klar. Wenn wir so weiter dümpeln, die Berichtssaison ist jetzt vorbei. Wir haben jetzt noch am Donnerstag Merck und Deutsche Bank mit der Hauptversammlung, die noch stattfindet. Merck mit den Quartalszahlen, die noch rauskommen. Und das war es dann allmählich auch gewesen. Noch ein bisschen was aus der zweiten Reihe. Keine großen Konjunkturdaten. Von daher die Börse zunächst einmal eher flat zu sehen. Das spricht natürlich, und das ist natürlich nicht unbedingt ein Umfeld jetzt auch, in dem Nebenwerte gefragt sind, in dem Nebenwerte ihr Potenzial ausspielen, sondern das ist natürlich ein schwieriges Umfeld. Ja, wenn schon die großen Märkte nicht mehr richtig laufen, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie die Nebenwerte sich bisher entwickelt haben, dann haben sie sich wirklich respektabel geschlagen. Ich zeige Ihnen hier kurz mal die Performance-Rangliste der wichtigsten Indizes. Zur groben Orientierung sieht man deutlich, SDAX und MDAX sind aus deutscher Sicht bisher ganz klar zu bevorzugen, minus 2 und minus 3,7% seit Jahresbeginn hinten. Also hier ist eine ganz klar doch relative Stärke zu erkennen. Und das ist ja nicht erst, seit diesem Jahr der Fall, sondern das ist auch schon länger, hält das an. Wenn man sich einfach mal die Performance-Daten anschaut, der wichtigsten 3 großen Indizes, also vom TecDAX, MDAX und vom DAX und das gegenüberstellt, dann dürften so manche von Ihnen überrascht sein über diesen Unterschied. Einfach mal hier ausgehend vom Tief, jetzt habe ich hier von Ende 2009, glauben Sie es mir, von Anfang 2009 ist es nahezu identisch, die Rangfolge, blau dargestellt, die Performance-Entwicklung des MDAX, in schwarz dargestellt ist der TecDAX und in rot dargestellt der DAX. Und hier sieht man den deutlichen Unterschied eben schon. 170% legte der MDAX zu seit Ende 2009 und der DAX kommt hier auf einen Zuwachs von ungefähr 70%. Das ist also schon mal ein ganz klarer Unterschied und selbst die Technologieaktien haben sich deutlich besser entwickelt als der DAX, also als die Blue Chips. Das heißt, es lohnt sich immer auf die zweite Reihe zu schauen. Der TechDAX in sehr guten Phasen ein klarer Outperformer, sieht man hier an der relativen Stärke. Jetzt in so etwas schwierigeren Phasen, dann werden eher noch die Nebenwerte gesucht. Wenn man sich das anschaut, der MDAX notiert immer noch in Reichweite seiner im vergangenen Jahr erreichten Bestmarke und der DAX ist ja inzwischen schon um rund 20% runter. Das heißt also, der MDAX mit einer deutlichen relativen Stärke auch in diesem Jahr, auch in diesem schwierigen Umfeld und trotz dieser kräftigen Aufwärtsbewegung. Deshalb schon mal das erste Fazit von heute. Den MDAX sollte man auf jeden Fall im Blick behalten. Wenn man jetzt vor der Wahl steht, Aktien bzw. Index-ETFs, eher DAX oder eher MDAX, dann ist hier doch eher der MDAX im Augenblick zu bevorzugen. Sowieso schon, also im langfristigen Bereich ganz klar zu bevorzugen, weil wir hier doch deutlich höhere Aufwärtsdynamik haben als jetzt bei den Blue Chips selbst.
Und das Ganze kann man auch noch mal runterbrechen, wenn man sich verschiedene Monate anschaut. Ja, diese idealtypische Jahresentwicklung zwischen MDAX und TecDAX ist hier mal dargestellt. Der DAX in dunkelblau, der MDAX hier in diesen hellblauen Säulen mit der Performance dargestellt. Und die braune Säule ist eigentlich die entscheidende, die zeigt den Kurs Vor- oder Nachteil des jeweiligen des MDAX an. Und Sie sehen es, die ersten 5 Monate, also von Januar bis Mai, das geht eigentlich immer an den MDAX. Der MDAX zeigt da eine klare relative Stärke gegenüber dem DAX. Das haben wir ja auch in diesem Jahr gesehen. Das heißt, also das Schaubild wird damit bestätigt, hier diese kleine Auswertung. Im Juni und Juli ist der DAX meistens etwas stärker, aber Sie sehen es, die Unterschiede sind relativ gering. Also eigentlich schon zu vernachlässigen. Der Juli ist ja sowieso ein relativ starker Börsenmonat nochmal. Da ist der DAX tendenziell etwas stärker. Aber dann hier im August und September, wenn es wieder schwieriger wird, dann ist eigentlich immer die Hauptargumentation, dass die Investoren sich aus den Nebenwerten zurückziehen, aus diesen spekulativeren Werten. Aber schauen Sie sich an, gerade im August und September ist der MDAX, fällt hier auf, mit deutlich geringeren Verlusten im Vergleich zum DAX. Ja, also hier die Verluste sind geringer im MDAX. Und erst in den letzten 3 Monaten entwickelt sich normalerweise der DAX wieder etwas besser. Und wenn man diese kleine Saisonalität hier kennt, dann kann man auch relativ gut hin und her switchen. Das heißt also den MDAX Long spielen in den ersten 5 Monaten. Dann ein bisschen vorsichtig sein, das Engagement eher in den DAX-Werten stärker zurücknehmen, in den MDAX-Werten vielleicht noch etwas belassen im Juli und dann für die letzten 3 Monate, für das letzte Quartal in den MDAX umswitchen, in den DAX umswitchen. Der weist dann meistens nochmal eine Outperformance aus. Das mal so zum Abgleich eben DAX und MDAX, ganz interessant natürlich. Kommt gerade die Frage rein, wie wirkt sich eigentlich Öl eben auch auf den DAX selbst aus, beziehungsweise die Korrelation war relativ hoch gewesen im ersten Quartal vor allen Dingen. Da reagierte der DAX natürlich sehr sensibel auf den Ölpreis, weil der Ölpreis ja das Schmiermittel der Weltwirtschaft ist und wenn der Ölpreis stark absteigt, abstürzt, dann signalisiert das eigentlich eine schwache Verfassung der Weltwirtschaft. Der Ölpreis hat sich aber seit Jahresbeginn kräftig erholt. Also gerade seit den Jahrestiefständen, Ende Januar, Anfang Februar, deutlich zugelegt. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass gerade in den vergangenen Tagen sich das Umfeld verbessert hat, die Waldbrände in Kanada, Angebotsausfälle in Nigeria. Da waren die Ölpreise und die steigenden Ölpreise geben natürlich dann Sicherheit. Die amerikanische Fracking-Industrie, die wichtig ist für die US-Konjunktur, profitiert natürlich auch davon und damit einhergehend dann auch die amerikanischen Bankbilanzen, die so ein bisschen aufatmen, beziehungsweise die US-Häuser, die US-Banken, die jetzt wieder ja, bessere Bilanzqualität aufweisen, weil man weniger Ausfälle hat in der Fracking-Industrie. Deshalb ist der Ölpreis insgesamt eben wichtig für die Aktienmärkte. Steigender Ölpreis ist positiv noch, aber die Korrelation hat inzwischen nachgelassen. Also es wird jetzt auch nicht mehr jeder Ölpreisanstieg wie zum Beispiel heute am Aktienmarkt gefeiert. Und der Ölpreis ist inzwischen so auf einem ja, mehr oder weniger Komfortniveau wieder angekommen, wo er kein Schreckgespenst mehr ist. Deshalb hat die Bedeutung des Ölpreises für die Aktienmärkte etwas nachgelassen. So, kommen wir hier nochmal dann zurück zu den Nebenwerten. Ich habe Ihnen hier einfach mitgebracht, kurz zur Einordnung mal, wie stehen wir hier eigentlich in den Indizes. Natürlich sind die Aktienmärkte und auch der MDAX und der TecDAX nicht mehr günstig. Also gerade der TecDAX zum Beispiel im Augenblick mit einem 12 Monats, also Gewinnschätzung für die kommenden 12 Monate, KGV von 27,3, sieht man hier, liegt deutlich über dem 5-Jahres-Durchschnitt und über dem 10-Jahres-Durchschnitt von 23 und 20. Also der TecDAX ist teuer, das muss man sich einfach bewusst sein. Der MDAX ist nicht ganz so überteuert mit einem KGV von 16 im Vergleich zu 14 und 14 auch im 10-Jahres-Durchschnitt. Der DAX ist dahingehend etwas günstiger gepreist, aber die Technologieaktien sind natürlich schon immer etwas teurer gewesen. Aber diese deutliche Diskrepanz, die man hier sieht zum langfristigen Durchschnitt, muss man natürlich noch berücksichtigen. Das ist eine kritische Sache und deshalb sollte man hier auch weiterhin sehr, sehr vorsichtig sein. Zumal eben auch hier die Gewinnschätzungen für die MDAX-Unternehmen inzwischen ganz klar auch auf dem Rückzug sind. Das sieht man ja auch in den USA. Die Gewinnschätzungen für den S&P sinken, die Gewinnschätzungen auch für den DAX sinken. Und natürlich sinken auch die Gewinnschätzungen für die MDAX-Unternehmen, allerdings nicht ganz so kräftig.
wie jetzt zuletzt. Hier haben wir da jetzt auch eine leichte Stabilisierung sogar gesehen für 2016, was jetzt die Gewinnschätzung in Indexpunkten angeht. Also zumindest mal nicht ganz so großer Pessimismus, nicht ganz so eine starke Rücknahme der Prognosen, weil auch die meisten MDAX-Unternehmen in der Vergangenheit mehr überzeugt haben mit ihrem Ausblick als jetzt zum Beispiel die DAX-Unternehmen oder die Schwergewichte. Nun kann man sich natürlich diesem ganzen Thema von der fundamentalen Seite auch noch von verschiedenen Blickrichtungen zuwenden. Ich habe hier einfach mal mitgebracht die Gewinnschätzungen für 2016. Das ist jetzt ein bisschen der fundamentale Part. Sie sehen jetzt die Veränderung, also diese Liste hier ist sortiert nach den Veränderungen in den Gewinnschätzungen auf Quartalsbasis. Also wenn in den vergangenen Quartal, also auf Sicht von 3 Monaten, die Gewinnschätzungen für eine Aktie deutlich angestiegen sind, dann ist die relativ weit oben hier im Ranking. Gab es bei den Gewinnschätzungen skeptischere Einordnungen der Analysten, dann ist das, die Aktie entsprechend weit unten zu finden. Sie sehen es für Südzucker, Hochtief und Osram, sind zumindest mal hier die Analysten der Commerzbank im Quartalsvergleich, also in den letzten 3 Monaten, deutlich optimistischer geworden. Das sind also schon mal so zwar 3 Aktien jetzt aus dem MDAX, wo zumindest mal die Profis bei ihren Prognosen zuversichtlicher geworden sind, aus welchen Gründen auch immer, da wollen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber das wären jetzt mal so die Favoriten, Südzucker, Hochtief und Osram, die man hier mit anführen könnte. Wenn man einfach mal schaut, wie sich die Gewinnschätzungen auf Quartalsbasis verändert haben. Das gleiche kann man natürlich auch nochmal machen dann für die Aktien im TecDAX. Das ist zum Beispiel so, dass wir hier eine SYS ganz oben haben, eine SLM und eine Software AG. Sie sehen hier diese Spalte, die ist entscheidend, also Quarter over Quarter, also die Veränderung eben im Quartalsabstand. Da sind auch die Gewinnschätzungen für den Gewinn je Aktie am stärksten gestiegen bei diesen 3 Werten, während wir hier unten Telefonica Deutschland, Morphosis und Aixtron relativ weit unten haben. Natürlich, weil die Unternehmen auch, weil es hier eben keinen Gewinn zu erwarten gibt, sondern eben einen Verlust, deshalb eben auch entsprechend weit unten. Evotech, Biotech-Unternehmen, Siltronic eben auch, da muss man eben entsprechend vorsichtig sein. Hier sind also die Analysten zumindest mal negativer geworden. Ich habe das hier nochmal zusammengefasst in dieser Übersicht für die 3 Hauptindizes, also MDAX, TecDAX und SDAX, und zwar die Gewinnschätzung, entweder ob die gestiegen sind oder ob sie gefallen sind, und zwar für jeweils die Top 3 und die Flop 3 Werte. Hat es ja eben gesagt, Südzucker, Hochtief und Osram wurden die Gewinnschätzungen am stärksten nach oben revidiert auf Quartalsbasis im TecDAX für Süß, SLM und Software. Im SDAX trifft das auf Klöckner, Borussia Dortmund und Deutz zu. Das wäre so eine Vorgehensweise, wie man sich mal von der fundamentalen Seite dem Ganzen nähern könnte, indem man eben schaut, wie sich wie Unternehmen oder wie Analysten ihre Gewinnprognosen angepasst haben. Es ist natürlich für sie ziemlich schwierig, da an diese Schätzungen dran zu kommen, wie sich so etwas verändert hat. Es gibt eine Seite im Netz von der Börsenzeitung, die so etwas auflistet, wo man zumindest mal sieht, wie auch sich verschiedene Gewinnschätzungen verändern. Ich stelle das hier mal eben in den Chat rein, die Übersicht, dann sehen Sie das auch. Das ist jetzt mal hier einfach für den MDAX rausgegriffen. Da kann man dann schauen, wenn man zum Beispiel sagt, Arealbank will ich mir mal anschauen. Dann klickt man hier zum Beispiel auf Arealbank und da sieht man eben dann die Gewinnschätzungen, die Gewinndetails der Analysten. Hier. Und dann kann man hier sehr schön gucken, die Konsensschätzungen, wie die sich im Zeitablauf verändert haben, also in den vergangenen Monaten, zum Beispiel hier für 2016, 2017, 2018, hier unten auch der grafische Verlauf. Und anhand dieser Daten kann man sehr schön sehen, ob jetzt die Mehrheit der Analysten für eine Aktie eher skeptischer wird, und das wirkt sich dann natürlich auch entsprechend schnell hier auf das KGV aus. Und das ist eine ganz gute Seite, die einzige, die ich so kenne, wo man eben vor allen Dingen auch die Gewinnschätzungen in die Aktie im Zeitablauf, also auch historische, miteinander vergleichen kann. Dialog Semiconductor werde ich gleich drauf eingehen. Ich wollte Ihnen noch eine andere Technik eben kurz vorstellen, die man auch auf jeden Fall mal, die ich gerne anwende, wenn man das Ganze auch von der fundamentalen Seite noch etwas untermauern möchte. Und so habe ich Ihnen hier auch einen Link reingebracht für die 10-Jahres-Durchschnitte.
für KGV, KBV und Dividende von unserem Partnerportal von börsengeflüster.de. Da finden Sie hier ganz interessante Auswertungen, und zwar für den MDAX, SDAX und TecDAX. Kann man hier einfach reingehen, wählt den TecDAX aus. Und was hier eben das Schöne ist, ich sehe hier den 10-Jahres-Durchschnitt des KGV und die aktuelle KGV-Schätzung. Die ist hier schon auf Basis der 2017er Gewinnschätzungen. Und das erlaubt dann einen sehr, sehr schnellen Vergleich eben des aktuellen KGVs-Niveau mit dem 10-Jahres-Durchschnitt. Und so kann ich also sehen, ist eine Aktie im langfristigen Vergleich teuer oder billig im Augenblick. Natürlich für diejenigen unter Ihnen, die so ein bisschen immer auch mit Excel bewandert sind, die können das Ganze auch nochmal schnell etwas weiter sich noch verschönern, indem man dann zum Beispiel hier diese Tabelle sich reinkopiert und dann hier die Differenz davon berechnet. Also einfach dann hier die beiden KGV-Werte nimmt und dann schaut, ob man hier jetzt eine größere Abweichung hat des 2017er KGVs zum aktuellen KGV. Das Ganze machen wir dann hier noch als Prozentsatz. So, mit zwei einer Dezimalstelle, das reicht. Dann kann man sich das Ganze hier einmal schnell ausrechnen. Und dann passe ich hier noch die Spaltenbreite an, damit wir alles auf einen Blick haben. So. Und dann sieht man relativ schnell zum Beispiel, welche Aktie im Augenblick eigentlich auf Basis des KGVs sehr, sehr teuer ist oder wo man zumindest mal aus Bewertungssicht eher ein Schnäppchen hat. Dann das Ganze noch ein bisschen farblich einfärben. So, und dann sieht man hier schon, Nemetschek zum Beispiel ist im Augenblick relativ teuer, liegt mit einem 2017er KGV von 43 ganz klar über dem langfristigen Durchschnitt von 22, insgesamt 90%. Da sollten also schon, wenn man das Ganze fundamental sich berücksichtigt, vorsichtig sein. Aber es gibt durchaus natürlich Aktien, die auch noch günstig sind. Ja. Jetzt natürlich hier, wo Null ist, da wird ein Verlust erwartet, aber es werden auch noch einige Aktien mit einem deutlichen Abschlag im Augenblick auf das KGV gehandelt. Also hier eine Dialog zum Beispiel, eine 14er KGV zu einem 21er langfristigen Durchschnitt, ergibt einen Abschlag von ungefähr 28%. Atwa Optical 48% Abschlag, eine Kia Gen im Augenblick KGV-Abschlag von 35%. Also Sie sehen es mit so einer ganz schnellen, mit drei, vier Klicks, würde ich mal sagen, kann man sich hier diese Tabelle noch ein bisschen pimpen von Gerion und dann sieht man relativ schnell eigentlich, wo wir hier auch die größte Differenz haben bei den Bewertungsrelationen. Also eine ganz einfache Geschichte. Kann man dann auch noch machen natürlich für den TecDAX, für den MDAX, für den SDAX. Kann man die Excel-Tabelle erhalten, kommt hier die Frage. Ich kann Ihnen, schicken Sie mir eine E-Mail. Dann kann ich Ihnen die natürlich rüberschicken. Aber ansonsten, wie gesagt, ist das ja kein Problem, einfach hier sich, wie gesagt, diese KBV-Werte oder KGV-Werte vom Kollegen rüberzuziehen. Also ich schicke die nochmal kurz hier in die Chatbox rein. Dann können Sie hier alle auswählen und ansonsten dann relativ schnell in Excel reinkopieren. Ansonsten schicken Sie mir einfach eine E-Mail, dann kann ich Ihnen nochmal die Liste so sicherlich zukommen lassen. So. Das mal der fundamentale Part, wie man da dran gehen kann und sich relativ schnell einen Überblick verschaffen kann, eben auch für die fundamentale Komponente. Hier unten nochmal die Aktien mit den höchsten Differenzen im Augenblick im MDAX und im TecDAX. Also wie gesagt, 10 Jahresdurchschnitt im Vergleich zur 2017er KGV-Schätzung. Das wäre so mal so eine Herangehensweise von der fundamentalen Perspektive. Und damit mal zur Technik rüber. Die interessiert uns natürlich auch. Sie kennen es über mein Portal von Indexradar. Da bieten wir sogenannte Trenddynamikübersichten an. Trenddynamikübersichten bieten Ihnen hier den Vorteil, ich mache das Ganze mal etwas kleiner, damit wir das alles auf einen Blick so ungefähr sehen, dass ich hier mit der Hilfe des Farbbalkens sehen kann, also ein grüner Balken oder ein roter Balken bzw. ein grauer Balken signalisieren mir, ob eine Aktie im Aufwärtstrend ist oder in einem Abwärtstrend. Und so muss ich mir nicht 110 bzw. 160 Charts durchblättern, sondern sehe schon auf einen Blick, aha,
Eine Aktie ist also in einem Aufwärtstrend oder in einem Abwärtstrend im Augenblick. Grüner Balken, wie gesagt, Aufwärtstrend, grauer Balken, Seitwärtstrend, roter Balken, Abwärtstrend. Und dann haben wir hier noch so ein paar zusätzliche Angaben reingebracht. Wenn die Aktie sich sehr, sehr weit von ihrer 21-Tage-Linie entfernt hat, dann ist hier dieser schwarze Punkt, der den aktuellen Aktienkurs symbolisiert, am rechten Rand dieser Grafik. Das heißt, damit steigt dann natürlich auch die Korrekturgefahr. Die Aktie hat sich sehr weit von ihrem Monatsmittelwert entfernt. Also muss man da entsprechend aufpassen. Man sollte da nicht mehr einsteigen, sondern zumindest mal eine Beruhigung abwarten. Also zum Beispiel einen Rücklauf an die 21-Tage-Linie. Hatte ich Ihnen, glaube ich, beim vorletzten Webinar auch einige Beispiele genannt. Also so ein paar Aktien eben, wo die 21-Tage-Linie eine große Rolle spielt und die häufig eben zum Monatsmittelwert zurückkommen. Also Adidas wäre zum Beispiel so ein Fall. Ist ja jetzt auch zur 21-Tage-Linie zurückgekauft und das war zumindest in den vergangenen 5 Monaten immer ein sehr, sehr guter Zeitpunkt gewesen, in die Aktie einzusteigen. Auch wenn sie natürlich von der fundamentalen Perspektive wirklich schon sehr, sehr sportlich bewertet ist, aber wenn ich jetzt nur rein auf den Chart schaue zum Beispiel, ich rufe den hier nochmal parallel auf, dann war zumindest mal so ein Test der 21-Tage-Linie in den vergangenen Monaten immer recht erfolgreich gewesen. Also hier sehen Sie es, blaue Linie, 21-Tage-Linie. Seit März, jeder Rücklauf wurde eigentlich immer gekauft. Es muss natürlich nicht jetzt weiter so gehen, aber zumindest mal die Wahrscheinlichkeit ist ja auf meiner Seite, denn die Aktie ist in einem Aufwärtstrend nach wie vor. Ist ganz gut unterstützt. Und ja, wir haben eben dieses Muster, dass der Wert zumindest mal nicht deutlich unter die 21-Tage-Linie fällt. Also Faustregel hier, 4,5 bis 5,5% maximal unter der 21-Tage-Linie. Und dann dreht die wieder. Das wären im Augenblick ungefähr 102 Euro. Das ist mal ein Beispiel. Das kann man natürlich jetzt hier auch dann für die Aktien im TecDAX und im MDAX machen. Und auch hier natürlich dann die gleiche Vorgehensweise. Ich schaue mir eigentlich auf Aktien an, die jetzt noch nicht maßlos überhitzt sind. Also hier in der Carl Zeiss Meditec zum Beispiel, Sie sehen es, der schwarze Punkt ganz rechts an der Grafik, heißt, die Aktie ist extrem überhitzt im Augenblick. Also Finger weg davon. Ja, da droht zumindest mal doch, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch für eine Korrektur. Interessanter sind dann schon andere Werte, wie eine Drillisch zum Beispiel. Die Evotec ist auch etwas überhitzt schon. Eine Nemetschek ist leicht überhitzt, aber insgesamt auch in einem Aufwärtstrend. Bei Nordex zeichnet sich allmählich wieder ein Aufwärtstrend ab. Und dann haben wir hier unten noch weitere Werte, also eine Stratec zum Beispiel, die jetzt zuletzt wieder eingebüßt hat, insgesamt sich noch in einem Aufwärtstrend befindet. Oder auch eine Wirecard. Wirecard war ja zuletzt einer der stärksten Aktien gewesen im HDAX, also eine hohe relative Stärke die Aktie gehabt. Auch die ein bisschen überhitzt, aber insgesamt wieder ein intakter Aufwärtstrend, der hier vorliegt. Das gleiche dann auch nochmal für den MDAX, die Arealbank in einem Aufwärtstrend im Augenblick. Bei Aurubis wäre ich etwas vorsichtig, haben jetzt doch deutlichere Verluste gesehen. Evonik auch noch im Aufwärtstrend, grüner Balken. Kali und Salz trifft das ebenfalls zu. Dann haben wir RTL, die stehen kurz vor einem Ausbruch und Stada eben auch hoffnungsvoll überhitzt. Da gucken wir uns auch den Chart an. Südzucker gehört ebenfalls dazu, Rücklauf an die 21-Tage-Linie im Augenblick, aber Aufwärtstrend. Wacker Chemie ebenfalls in einem Aufwärtstrend. Sie sehen es also, es gibt nicht mehr sehr, sehr viele Aktien, die überhaupt noch in einem intakten Aufwärtstrend laufen. Ja, diese Anzahl der grünen Balken hier, die ist relativ überschaubar derzeit, deshalb muss man auch ganz genau hinschauen. Selbst wenn der MDAX eine hohe Outperformance aufweist, heißt das nicht, dass ich hier blindlings in jede Aktie investieren kann, sondern ich muss hier ganz klar eben auch etwas selektiv vorgehen. Und das ist eben eine Vorgehensweise, indem ich mir anschaue, ist der ganze Trend intakt. Also der übergeordnete Trend, ist der positiv und kann man dann eben auch dort einsteigen. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach auch sehr hoch, dass ich mit der Position auch im kurzfristigen Bereich profitabel bin, wenn ich eben in Richtung des übergeordneten Trends einsteige. So, was meine ich damit? Jetzt mal zu knackigen Beispielen. Jetzt haben wir ja ziemlich viel rumgeredet und viele Tabellen und ja, Untersuchungen durchgegangen. Was zeigen denn eigentlich die Charts? Also jetzt mal wieder so ein bisschen hier von der Schallplatte. Ich weiß, auch einige werden sich vielleicht schon langweilen, aber ich habe es ja schon bei den letzten, seit Monaten sage ich es eigentlich schon fast seit Jahren, Nemetschek ist für mich einfach weiterhin einer der Top-Aktien, zum Beispiel im TecDAX. Sie ist
von der Bewertung her extrem ambitioniert unterwegs. Gar keine Frage, sie ist teuer, das Risiko geht man ein. Aber eben der langfristige Aufwärtstrend, und der ist entscheidend, ist nach wie vor ganz klar aufwärts gerichtet. Ja, der ist intakt und genau sowas will ich eigentlich sehen. Ich habe hier eine steigende 200-Tage-Linie. Sollte es zu einem Rücklauf kommen an die 200-Tage-Linie, dann kann man die eigentlich fast schon blindlings kaufen. Das war in den vergangenen Jahren sehr vorteilhaft gewesen und das spricht im Augenblick eigentlich nichts dagegen, dass sich das ändert. Der Bauboom in Deutschland wird noch weiter anhalten, gehe ich zumindest mal von aus. Leider, zumindest wenn man auf der Suche nach einem Haus ist. Der Aufwärtstrend hier ist ganz intakt, also wie aus dem Bilderbuch. Sie haben hier einen schönen Aufwärtstrend an der 21-Tage-Linie. Also die Aktie wird regelmäßig bei einem Rücklauf an die 21-Tage-Linie gekauft und steht heute auf Rekordhoch. Ja, also was will man eigentlich mehr? Ich weiß nicht, was man mehr will. Das ist für mich ein traumhafter Anstieg. Wenn man hier diese Rückläufe an die 21-Tage-Linie zum Einstieg kauft, dann kann man eigentlich kaum etwas falsch machen. Natürlich keine Garantie, dass die Aktie wirklich weiter steigt. Nehmen Sie um Gottes Willen keinen Kredit auf. Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Ja, ich habe hier keinen unmittelbaren Widerstand mehr. Weiteres Kurspotenzial für Nemetschek, für diejenigen, die investiert sind. Zumindest mal an die Oberseite des Aufwärtstrends. Im Optimalfall sind das noch mal knapp 12%. Wir haben hier im Indexradar schon früher eine Position eingegangen, werden so ungefähr bei 51, 52 Euro wohl Gewinne mitnehmen. Aber auch für Neuansteiger durchaus noch interessant. Ansonsten nehmen Sie sich die Aktie auf die Beobachtungsliste und warten Sie einfach ab, ob sie nochmal hier an die 21-Tage-Linie zurückläuft, beziehungsweise falls wir einen größeren Marktcrash sehen sollten, dann ist natürlich auch hier Nemetschek, kommt dann ein bisschen unter die Räder, wie hier im Februar. Aber wenn die an die 200-Tage-Linie zurückläuft bei 39, 40 Euro und somit an die Unterseite des Aufwärtstrends, ist das auch nochmal eine ganz gute Gelegenheit, sich bei dem Wert zumindest mal einzukaufen. Also das ist zum Beispiel mal eine Aktie, die in einem guten, langfristigen Aufwärtstrend läuft. Also jetzt sagen, Nemetschek ist mir zu teuer, bin ich ein bisschen vorsichtig, will ich lieber etwas ruhigeres haben, kann ich Ihnen natürlich auch anbieten. Das wäre hier zum Beispiel mal die Deutsche Wohnen. Auch eine Aktie, die wirklich ganz, ganz selten eigentlich nur im Fokus steht, ist es von der Bewertungsperspektive her nicht so sportlich wie jetzt eine Nemetschek natürlich, ist ja auch ein ganz klar anderes Geschäftsfeld. Ich habe es Ihnen hier mitgebracht, Deutsche Wohnen im Augenblick, 2017er KGV 16,6 zu 14, also ein leichter Aufschlag, aber natürlich nicht ganz so stark wie jetzt bei den Technologieaktien. Aber auch hier haben wir wieder eine gleiche Ausgangslage wie jetzt bei einer Nemetschek eben auch. Ist also ungefähr in Anführungszeichen die gleiche Branche, sage ich mal, also der gleiche Haupttreiber, niedrige Zinsen, Bauboom. Hier auch langfristiger Aufwärtstrend, steigende 200-Tage-Linie, steigende 100-Tage-Linie auch. Ich passe die mal eben an auf die 21-Tage-Linie, damit wir das gleich haben. So. Und auch hier haben sie sehr schöne Unterstützungen, die bestätigt werden. Also hier ein Auflauf, ein Anlauf auf Hochs im Bereich 26,20, ein Ausbruch über das Hoch, Rücklauf, lehrbuchmäßige Bestätigung des Ausbruchs von oben und ein Abpraller davon, dann nochmal mit Impuls wieder nach oben. Die Aktie ist jetzt auch im Augenblick wieder ein bisschen weit, hat sie sich vielleicht entfernt von der 21-Tage-Linie. Sie sehen hier Umkehr. In der Vergangenheit häufig ab 7%, da wird es dann ein bisschen kritischer, im Augenblick sind es 5,5%. Das ist jetzt auch kein Idealfall, aber wenn die Aktie nochmal zurückkommt hier in dem Bereich, beziehungsweise die 200-Tage-Linie, dann kann man hier durchaus mal einen Trade wagen, und zwar in Richtung eben des übergeordneten intakten Aufwärtstrends. Deutsche Wohnen also mal auch mit auf die Beobachtungsliste nehmen, auch einer der Werte, die man sich ganz selten anschaut, aber wo einfach der langfristige Chart eben auch schön nach oben zeigt. Wenn wir ein bisschen weiter runter gehen, Sie haben ja gesehen, es gibt nur noch wenige Aktien, die überhaupt im Aufwärtstrend laufen. Arealbank zählt zum Beispiel auch dazu. Auch hier wieder die gleiche Geschichte, steigende 200-Tage-Linie, also übergeordnet intakter Aufwärtstrend. Dann hatten wir hier so mittelfristige Natur leider einen Abwärtstrend gesehen, aber der wurde jetzt auch schön nach oben hin durchstoßen, hier mit dieser langen weißen Kerze. Das Geschäftsfeld der Arealbank läuft ja eigentlich auch ganz gut. Also der Abwärtstrend ist inzwischen schon mal Geschichte, das ist positiv. Steigende 21-Tage-Linie, steigende 200-Tage-Linie.
Dieser Einbruch hier wurde jetzt zurückgekauft, wieder komplett. Sind jetzt hier ganz gut unterstützt, auch auf der Unterseite in dieser Nachfragezone im Bereich 29 bis 30 Euro. Das ist jetzt hier kein idealer Chart. Ja. Wir haben jetzt hier so einen leichten Widerstand bei 33,90 € für diejenigen, die investiert sind. Da muss man jetzt ein bisschen gucken, geht es dann auch weiter. Ich weiß, es ist ein Wochenchart, deswegen auch hier die langfristige Perspektive, um eben hier zu schauen, wie hat sie sich eben auch 2014 entwickelt. Und Sie sehen es, die Aktie hatte sehr lange Probleme, eben hier über dieses Niveau von 35,20 bis 36 Euro zu steigen. Also hier ist jetzt im Augenblick ein bisschen schwierig drin, aber wenn ich investiert bin, würde ich hier noch etwas weiter drin bleiben, eventuell leichte Gewinnmitnahmen vornehmen. Also hier wird es jetzt ein bisschen schwieriger bei der Arealbank. Hier haben wir auch ein paar Widerstände bei 40 bis 41 Euro, aber auch hier der grundsätzliche Trend zumindest mal aufwärts gerichtet. Ja, mit der 200-Tage-Linie, die steigt, und auch eben im kurzfristigen, mittelfristigen Bereich mit dem Bruch des Abwärtstrends hat die Aktie auch eigentlich ein ganz gutes, positives Signal geliefert. Wenn wir ein bisschen weiter runtergehen, wieder in den Tech-Bereich rein, beziehungsweise warten, wir bleiben eben im Bereich eher von Midcaps. Südzucker war auch eine Frage gewesen im vergangenen Webinar schon, sowieso ja auch einer der Werte, die ich auch mal auf dem Schirm hatte, weil sie entwickelt sich immer so schön etappenmäßig nach oben und unten, so eine Wellenstruktur ist hier drin. Was mir jetzt nicht mehr so ganz gefällt, Sie sehen es, diese Aufwärtswelle, die letzte Aufwärtswelle hier, die ist relativ schwach ausgefallen. Normalerweise nimmt die Aktie eigentlich mindestens mal den vorherigen Hochpunkt raus, also hier dieses Niveau zum Beispiel mit der Welle, mit der Welle. Aber hier die Welle, die versandete schon bei ungefähr der Hälfte der vorherigen Abwärtsbewegung. Also irgendwas stimmt hier nicht mehr so richtig bei Südzucker. Die Perspektiven offenbar nicht mehr ganz so attraktiv eingeschätzt im Augenblick. Die 200-Tage-Linie verläuft auch schon wieder fallend. Sie war vorher steigend gewesen. Sie sehen es, wie sensibel eben auch so eine 200-Tage-Linie zum Beispiel reagieren kann und wie gut die auch Informationen liefert. Und deshalb rate ich im Augenblick bei Südzucker unbedingt nicht mehr zum Einstieg. Also hier sollte man eher an der Seitenlinie abwarten. Da sollte man eher vorsichtig sein, ob das wirklich, ob die Aktie sich so weiter positiv entwickelt, also ob wir hier nochmal einen guten Impuls nach oben sehen oder eben nicht. Steigende 21-Tage-Linie zwar und auch hier Unterstützungen für diejenigen, die drin sind, bei 14,55. Aber hier wäre es wichtig, dass wir eigentlich hier wieder richtig Dynamik reinkommen, dass wir hier mit einer langen weißen Kerze zumindest mal über 16 Euro ansteigen und dann hier in den Zielbereich von 17,50 Euro bis 18 Euro kommen. Solange das nicht passiert, sollte man da lieber vorsichtig sein. Dann eng damit verbunden natürlich auch die Sache mit Crop Energies, Tochterunternehmen. Gucke ich gerade mal. Auch hier die Sache schon, Sie sehen es beim Tochterunternehmen selbst ebenfalls, die 200-Tage-Linie verläuft seitwärts gerichtet, die Aktie insgesamt schon in einer Seitwärtsspanne gefangen, also auch hier kein richtiger Ausbruch. Wer bei Crop Energies unbedingt investieren möchte, zumindest mal noch abwarten. Also hier einen Ausbruch zum Beispiel abwarten über 4,30 Euro bzw. über die 200-Tage-Linie 4,35 Euro, damit wir hier diese Seitwärtsspanne verlassen. Erst dann haben wir hier ein neues Potenzial mit Ziel ungefähr 5 Euro, maximal 5,50 Euro. Die 21-Tage-Linie steigt bereits an, die deutet möglicherweise einen Ausbruch auf der Oberseite an, aber das ist noch nicht passiert. Und solange der Chart nicht das geliefert hat, das Szenario geliefert hat, das man sich vorstellt, also hier ein Schlusskurs oberhalb der 200-Tage-Linie, sollte man noch abwarten. Denn ansonsten droht hier einfach wieder so ein Rücklauf nach unten, also bis in den Bereich 3,40 Euro, 3,50 Euro. Deshalb sollte man auch bei Crop Energies zumindest im Augenblick noch abwarten. So, dann haben wir noch GFT. Und das ist auch eine spannende Geschichte, denn GFT ist zum Beispiel zwar auch eine der Aktien, die langfristig gesehen einen super Aufwärtstrend aufgewiesen hat. Also hier seit 2013. Sie sehen es hier, dieser sehr, sehr schöne, gleichmäßiger Anstieg auch, geprägt von geringer Volatilität. Und jetzt haben wir hier eigentlich seit Dezember eben schon so eine Schwächephase, November, Dezember, mit einem entsprechenden Rücklauf eben auch an alte, wichtige Unterstützungsmarken, die jetzt hier angekommen sind.
die 21-Tage-Linie im Augenblick schon seitwärts gerichtet, unterstützt die Aktie eben noch im Bereich 20 Euro bis 20,70 Euro. Das ist so eine Unterstützungsmarke, die sollte nicht brechen. Ich bin eigentlich nach wie vor von GFT noch mehr oder weniger überzeugt, wenn man sich jetzt die Technik einfach mal anschaut. Gleichwohl sieht natürlich das nicht mehr so gut aus wie früher, als wir hier diesen intakten langfristigen Aufwärtstrend hatten. Aber hier können wir auch so eine Bodenbildungsphase mal sehen, dass die Aktie sich auch in ihre Bewertung mal langsam reinläuft. Eine Stabilisierung auf diesem Niveau. Ich gucke nochmal gerade GFT. Genau, haben wir eben im Augenblick auch noch, wie ich schon sagte, eben mit einem Bewertungsaufschlag, GFT hier. Langfristiges KGV knapp 14, aktuell 19, 37% Aufschlag, also man ist relativ teuer unterwegs. In diese Bewertung musste die sich jetzt erstmal reinarbeiten, deshalb hier diese Bodenbildungsphase. Wenn man von dem Unternehmen grundsätzlich weiter überzeugt ist, zumindest mal hier einen Stoppkurs platzieren, der knapp unter den Tiefs platziert ist. Also so im Bereich, wo hier das Umsatzgebirge wieder langsam ansteigt, 19,20 Euro, 19,30 Euro ungefähr, das wären 10% Risiko auf der Unterseite und dann mal darauf setzen, dass wir hier eine langsame Bodenbildungsphase sehen mit einem möglichen Anstieg wieder hier in den Bereich von rund 24,80 Euro bis maximal 28 Euro. Aber das ist jetzt keine Aktie, wo man eine ganz hohe Dynamik hat, wo jetzt sehr, sehr viel Explosives passiert, sondern das kann sich hier auch noch eine ganze Zeit lang so hinziehen. Sie sehen nämlich auch, das Volumen geht allmählich raus, die Aktie rückt aus dem Interesse vieler Investoren, die verabschieden sich daraus und das kann auch noch sehr, sehr zäh werden. Also da muss ich jetzt nicht unbedingt drin sein in dem Wert. Dann kommen wir jetzt zu den Tech-Werten. Bechtle ist hier eine der Aktien, die für Furore sorgt, schon seit ein paar Tagen, beziehungsweise seit Anfang März schon. Sehen hier diesen kräftigen Anstieg. Muss man jetzt hier noch reingehen? Ganz klar natürlich nein. Sie kennen meine Philosophie. Die Aktie hat sich schon wieder zu weit von ihrer 21-Tage-Linie entfernt. Im Augenblick 7,5%. Sieht man hier auch sehr schön. In der Vergangenheit waren es selten mehr als 9% gewesen. Danach folgte meistens dann so eine Konsolidierungsbewegung. Auch der Abstand zur 200-Tage-Linie mit 20% im Augenblick sehr, sehr hoch. Also auch hier muss man jetzt nicht unbedingt rein. Aber auch hier natürlich so ein Rücklauf durchaus mal möglich an das Ausbruchsniveau. 92 bis 93 Euro war hier die entscheidende Marke. Auch das Ganze übrigens mit entsprechendem Volumen unterlegt gewesen. Also so ein schöner idealtypischer Ausbruch, den wir hier gesehen haben. Lehrbuchmäßig Volumenanstieg bis zum Tagesende eben auch auf Tageshoch geschlossen. Jetzt kommt es hier nochmal zu Anschlusskäufen. Aber ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass die Aktie jetzt weiterlaufen wird, weil sie einfach kurzfristig gesehen überhitzt ist. Aber insgesamt auch einer der Kandidaten, eben die noch einen schönen langfristigen Aufwärtstrend aufweisen und die vor allen Dingen ja, einer der impulsiven Werte ist. Ja. Also das sieht man hier, kurze, knackige Aufwärtsphasen hat und die gilt es dann entsprechend zu nutzen. Und die kann man einfach sehen, wenn hier so horizontale Unterstützung oder Widerstände gebrochen werden. Da muss man sich natürlich auf die Lauer legen, darauf achten, eben wenn hier neue Hochs rausgenommen werden, entsprechend sich positionieren, eben longgerichtet dann und dann in die Ausbruchsrichtung einsteigen. Ein weiterer Kracher in den vergangenen Tagen war auch noch Stada gewesen, auch einer der stärksten Aktien im TechDAX. Sie sehen hier diese rasante Rallye und das ist schon fast so ein Wert, da muss man sagen, also für die Short-Seite schon eher interessant, denn sie hat sich ja auch maßlos ausgepowert. Ja. Auch hier sehr, sehr weite Entfernung inzwischen zur 200-Tage-Linie und zur 21-Tage-Linie. Ist jetzt hier an die Oberseite des langfristigen Aufwärtstrends langsam angelaufen bei 42,80 Euro. Da fehlt also nicht mehr viel, sind noch ungefähr 60 Cent, bis sie das erreicht hat. Also auch hier sollte es mal am Markt dann zu einer Atempause kommen. Sie sehen es, dann korrigiert die Aktie gerne auch sehr, sehr stark. Das wäre mal so ein Kandidat, den man mutigerweise, wenn man antizyklisch unterwegs ist zum Beispiel, auf der Short-Seite mal anfassen kann. Hier also wie gesagt, dieser Aufwärtstrend wäre jetzt hier mal der Auslöser 42,80 bis knapp 43 Euro. Rücklauf durchaus möglich hier an die 21-Tage-Linie, die im Augenblick bei 38,70 Euro verläuft. Entspricht dann einem ungefähren Korrekturpotenzial von immerhin rund 9%. Gehebelt ist das dann nochmal eine ganz interessante Geschichte. Also auch so ein Wert, der selten im Blickpunkt steht, Stada, aber den man zumindest mal
für die antizyklische Sicht im Rahmen einer Korrektur mal mit beachten kann. Immer wieder gern auch gefragt ist die Dialog. Hier ist natürlich die enge Verbindung zu Apple gegeben, als einer der Zulieferer in der Chipindustrie. Sie sehen es hier ähnlich wie bei Apple, möchte ich mal sagen, auch der Kursverlauf seit Sommer vergangenen Jahres abwärts gerichtet. Intakter Abwärtstrend inzwischen schon. Wir sind jetzt hier bei Dialog an einer wichtigen Unterstützung angekommen, 24,25 Euro bis 24,90 Euro. Das ist dieses Unterstützungsband. Der Wert im Augenblick relativ weit entfernt eigentlich von seiner 21-Tage-Linie mit minus 12%. Sieht man hier auch in der Vergangenheit, da waren das immer mal so Niveaus gewesen, wo wir kurzfristig mal einen kleinen Boden gesehen haben. Also so alles mit einer Entfernung von mehr als 10 bis 15% war eigentlich kurzfristige Bodenbildung. Aber die 21-Tage-Linie fällt schon. Und hier auch die Tendenz und meine Prognose zumindest mal eher abwärts gerichtet. Wir können jetzt hier noch so eine leichte Stabilisierung sehen über 24, 25 bis 24, 90, 25 Euro. Aber dann, wenn wir hier drunter fallen, dann sehen Sie, gibt es auch nicht mehr sehr, sehr viele gute Unterstützungen, sodass wir hier also noch weiteres Korrekturpotenzial haben bei Dialog. Mindestens mal bis in den Bereich 21,30 Euro, 21,80 Euro. Das wäre also die nächste Unterstützung, die man hier mal anlaufen könnte, die die Aktie anlaufen könnte. Ganz einfach, weil der übergeordnete Trend schon abwärts gerichtet ist und weil ich eben auch für Apple selbst alles andere eigentlich als optimistisch im Augenblick bin. Das wären mal so ein paar Charts, die man sich mal angucken kann, die so ganz interessant sind. Auch ein zum Abschluss nochmal aus der technischen Sicht nochmal interessanter Wert und damit kommen wir so ein bisschen in den Bereich rein nochmal, den ich Ihnen abschließend vorstellen möchte, wie man auch nochmal so ein paar Werte scannen kann. Das ist die Compu Group. Sieht man hier sehr schön, auch eine Seitwärtsbewegung in dieser Aktie seit Anfang 2016. Und dieser Widerstand hier oben, ja, der wird eigentlich immer wieder ganz genau auf den Cent genau nahezu angelaufen. 38,23 Euro, 38,25 Euro ungefähr. Sollte es hier zum Ausbruch kommen, Sie können sich denken, was dann passiert, dann werden hier sehr, sehr viele Anleger auf einmal auf den Wert aufmerksam. Und aus der Höhe dieser Seitwärtsbewegung kann man dann auch ein Kursziel ableiten. Wir haben hier ungefähr 11%. Höhe bei dieser Seitwärtsbewegung, spiegelt man das nach oben, kommt man ungefähr in einen Bereich von rund 42 Euro, das wäre so die Zielmarke dann für die Compu Group. Natürlich in einem freundlichen Gesamtmarktumfeld, wenn der Gesamtmarkt mitspielt, ja, das ist immer die Voraussetzung. Im Augenblick sieht es aber so aus, ne, hatte ich Ihnen ja gesagt, die Aktienmärkte insgesamt eher durchwachsen und angeschlagen, dass man sich hier auch auf der Short-Seite engagieren kann, das heißt also hier eng absichern mit einem Stopp, Bereich 38,45 Euro, 38,50 und dann hier auch wieder auf einen Rücklauf setzen bis ungefähr an knapp 34,30 Euro. Das wäre hier so dieses Niveau, wo auch das Umsatzgebirge deutlich ansteigt. Und auch das ist natürlich ganz interessant, denn Sie haben hier immerhin gut 9% Risiko auf der Unterseite und auf der Oberseite einen Stopp, den man wie gesagt knapp bei 38,60 oder so platzieren kann, sind 2-3% Risiko. Also ein Chance-Risiko-Verhältnis von ungefähr 3:1. Und das ist dann doch sehr attraktiv. Aber wie gesagt, darauf achten. Ja, wenn die Aktie ausbricht nach oben, dann kann es hier auch sehr, sehr schnell gehen. Da muss man die Position entsprechend schnell auch drehen. Das heißt dann eben hier mit Ziel 41, 42 Euro und Absicherung knapp darunter in dieser Ausbruchsniveau bei rund 37, 40, 37 Euro und 50. Das wären mal so ein paar Kandidaten gewesen, die ich jetzt mal aus dem technischen Blick, wenn man sich einfach nur mal den Trend anschaut, auf dem Schirm habe derzeit. Eine andere Möglichkeit ist ja noch, und die hatte ich Ihnen, glaube ich, auch mal vor 2-3 Webinaren vorgestellt, war die Möglichkeit, indem ich mir einfach anschaue, ob eine Aktie im Augenblick an einem wichtigen Widerstand steht, im Sinne von, steht sie am Monatshoch, am 3-Monatshoch, wie sieht da die Lage im Augenblick aus? Und auch hier kann man sich natürlich dann mit entsprechender Software, muss ich dazu sagen allerdings, die Charts mal anschauen. Ich habe hier einfach die Liste mal aufgeführt für alle Aktien im HDAX mit der Abweichung zum Jahrestief. Hier diese Werte sind leider fehlende Kurse, die habe ich im Augenblick noch nicht reinziehen können, die müssen wir leider ignorieren.
Also Abstand zum Jahrestief, Abstand zum Quartalstief, Abstand oder Abweichung zum Monatstief und Abweichung zum Wochentief. Und wenn hier so eine Aktie relativ knapp oder relativ geringe Werte nur aufweist, dann weiß ich, aha, die steht ganz, ganz knapp nur noch über wichtigen Unterstützungen. Sollten die gebrochen werden, dann entsprechend vorsichtig sein. Nur so kann man sich auch ganze Indexlisten relativ schnell sortieren nach interessanten Werten. Ja, und das ermöglicht mir zum Beispiel relativ schnell dann auch herauszufinden, dass eine Daimler, das wäre jetzt eine Aktie aus dem DAX, Sie sehen es, an einer ganz wichtigen Unterstützung steht, ja, 55 bis ungefähr 57 Euro. Sollte die gebrochen werden, dann dürfte Daimler den nächsten Abwärtsschub einsetzen. Bei der Münchner Rück haben wir genau das Gleiche, im Augenblick etwas überverkauft, aber auch hier wichtige Unterstützung im Augenblick, die angelaufen wurde. Freenet ist genau das Gleiche passiert nach der Dividendenausschüttung. Neigt die Aktie sowieso dazu, häufig zu korrigieren. Freenet hat ja ungefähr 6% Dividendenrendite. Das wurde jetzt ausgeschüttet. Sie sehen es, die Aktie in diesem nicht adjustierten Chart ist nach unten hinweggeknickt hier mit 24,95. Also hat auch hier jetzt die Unterstützung nach unten gerissen. Auch hier Serie fallender Hochpunkte, also negativ. Von daher Tendenz eher abwärts gerichtet. Ziel mindestens mal so 23 Euro. Das wäre so eine Marke, 23,50 € zum Beispiel. Mit einem veritablen Verkaufssignal schon gegeben. RIP Software gehört auch dazu. Deutet sich eben auch so ein wirklicher Bruch schon einer wichtigen Unterstützung an. Hier auch seit Juli 2015 fallende Hochpunkte. Der Druck hier auf diese Unterstützung bei 8,50 € bis 8,70 € nimmt immer mehr zu. Sollte die Aktie darunter fallen, sehen Sie es hier, ist hier leere Luft, also ein ganz großer offener Kursbereich, der, wo die Werte nach unten abstürzen könnte. Und so kann man sich eben dann auch viele andere Aktien eben noch schön schnell durchscannen und einfach mal schauen, wie steht da im Augenblick die Chartsituation aus. Und so hat man auch relativ schnell dann solche Werte gefunden, die eben eine angespannte Situation aufweisen. Und das Ganze kann man natürlich dann auch machen, falls die Märkte positiv eingeschätzt werden für Aktien, die eben an einem Hoch stehen. Ja, dann mache ich genau die gleiche Technik nochmal. Abweichung hier zur 21-Tage-Linie unten als Indikator drunter. Und dann hier wieder die HDAX-Aktien genommen, die relativ knapp an ihrem Hoch stehen. Also eine Bechtle hatte ich Ihnen eben gezeigt, eine Carl Zeiss Meditec, ebenfalls überhitzt, eine Deutsche Wohnen am Hoch angekommen. Ich muss noch hier kurz die Adjustierung rausnehmen. So, zack, zack. Nemetschek, schöner Aufwärtstrend. Hier eine TAG Immobilien zum Beispiel, ja, dieser ganze Immobiliensektor hier bricht auch aus, ist eine der Top-Aktien im Augenblick. Sie sehen, ist die Aktie ausgebrochen auf dem höchsten Stand seit gut einem Jahr, hat jetzt hier diesen Widerstand rausgenommen bei 12,21 €, also sehr interessant zum Beispiel TAG Immobilien. Eine Hoch-Tief sowieso, weiterhin interessant. LEG Immobilien, also Immobilientitel sowieso. Eine Compo Group hatte ich Ihnen eben schon vorgestellt, auch hier am Hoch angekommen. Möglicher Ausbruch steht unmittelbar bevor. DMG, Talanx Software AG, CANCOM zum Beispiel noch, ein Adidas sowieso ja sehr, sehr stark, ein Vonovia, ja auch mit einer möglichen Bodenbildung und auch knapp unter den Hochständen. So kann man sich also relativ schnell solche Listen zusammen sortieren. Geht hier wie gesagt über das Programm von Captimizer. Falls Sie an dem Programm Interesse haben, mir einfach eine E-Mail schicken, da können wir da sicherlich auch ein vielleicht noch günstigeres Paket dann zusammenstellen. Jetzt gucke ich noch mal kurz hier rein, ob noch Fragen waren. KUKA war ein nachbörslicher Anstieg aufgrund des Übernahmeangebots, 11% gestiegen. Muss man allerdings auch mal gucken, wie das Übernahmeangebot insgesamt ausfällt, wie das strukturiert ist, zu welchen Konditionen, aber insgesamt im Augenblick aufgrund dieser Übernahmefantasie ja, steht die Aktie ganz gut durch die Decke im nachbörslichen Handel. Dann kam noch eine Frage zu einem DAX-Wert, wo ich kurz darauf eingehe. Na, Linde war die Frage gewesen mit dem neuen Management, Vorstandswechsel. Linde für mich eine der Aktien, also muss man im Augenblick eben auch nicht haben. Ne? Warum? Wie komme ich dazu? Sieht man hier leicht steigende Serie von steigenden Tiefpunkten, ja, aber
hier noch kein richtiger Ausbruch ist hier passiert, also Widerstand 136,70, fallende 200-Tage-Linie, also insgesamt eher negativ. Ja. Das zeigt dir der Trend also dann deutlich an. Die Aktie hat keinen starken Trend. Und das nochmal so zusammenfassend, vielleicht auch im Augenblick, die Aktienmärkte sind sehr, sehr schwierig. Die Hauptindizes zeigen keinen klaren Trend mehr an, beziehungsweise eben, wenn sogar einen negativen Trend. Und dann ist es ganz elementar, dass man sich nur noch auf die Aktien konzentriert, die auch im langfristigen Bereich einen klaren Trend aufweisen. Also eine klare steigende 200-Tage-Linie, eine deutliche Serie von steigenden Hoch- und Tiefpunkten. Das muss ich einfach haben, beziehungsweise oder einen klaren Abwärtstrend, wenn ich die Short-Seite spielen möchte. Ja, und da ist dann Linde zum Beispiel einer der Kandidaten, nicht im Augenblick, aber zumindest mal nicht auf der Long-Seite zu sehen. Ich finde sowieso Linde, ehrlich gesagt, ist für mich keine Aktie, die man haben muss. Ja, also wenn man sich das hier mal anschaut, die hat ganz starke Phasen, aber hier zum Beispiel in 2013 bis Anfang 2015 nur seitwärts gelaufen. Und dann jetzt hier diese Enttäuschungen, die wir hier hatten, dieser Ausverkauf hier, hat für mich einfach kein Potenzial im Augenblick. Ja, ist kein klarer Trend zu erkennen, beziehungsweise der ist eher negativ, muss man nicht haben. Warum kauft Warren Buffett Apple-Aktien? Das ist eine gute Frage. Warum kauft er die? Weil er sie oder weil er Apple, denke ich mal, einfach inzwischen anders einschätzt. Apple war ja, sagen wir mal, bei vielen noch ein Hightech-Unternehmen gewesen, was mit innovativen Produkten dafür sorgt, dass viele Konsumenten sich daran erfreuen. iPhone steht für 70% der Erlöse und das ist genau gleichzeitig eben auch die Achillesferse von Apple, hier der Kursverlauf. Einfach die Abhängigkeit vom iPhone, vom Erfolg des iPhones ist extrem hoch. Und das ist ein Problem, denn sie sind hier in einem hochpreisigen Segment mit ihrem Produkt drin. Also mit einem hochpreisigen Produkt sind sie in diesem Segment drin. Wir haben sehr, sehr starke Konkurrenz inzwischen in China von der Smartphone-Seite. Die nehmen Apple Marktanteile ab. Zuletzt eben hat das auch die Bilanz gezeigt, dass Apple Probleme hat in China. Sie müssen die Preise anpassen. Und für ein Unternehmen, das Technologieführer ist, gehört es sich eigentlich nicht, die Preise anzupassen, sondern hier muss man mit Innovationen überzeugen. Und ich muss ehrlich sagen, Apple liefert für mich überhaupt gar keine Innovationen mehr. Ich habe auch kein Apple-Produkt, hat aber andere Gründe. Apple bringt einfach keine Neuerungen mehr rein. Und mir reicht es einfach nicht, wenn die immer wieder auf ihren Präsentationen sagen, ja, das iCar oder wir haben super neue Produkte in der Hinterhand, die vieles revolutionieren werden. Verdammt nochmal, zeigt die Produkte. Und solange ihr das nicht mehr zeigt, und Sie sehen es hier, geht das Vertrauen raus. Buffett ist hier reingestiegen, weil die Aktie fundamental gesehen günstig ist. Wir haben einen KGV, glaube ich, von 9. Ist sie natürlich wesentlich günstiger als der S&P mit einem KGV von 18. Das heißt also bewertungstechnisch günstig. Man weiß auch nicht, zu welchen Konditionen Buffett reingegangen ist. Vielleicht hat man hier noch ein paar andere Goodies bekommen. Buffett ist aber auch ein ganz, ganz langfristiger Investor, ja, der sich sagt, ich gehe jetzt mal rein und mal gucken, auf Sicht von ein paar Jahren wird sich das Ganze auszahlen. Apple ist eine Cashmaschine natürlich noch, sie haben eine hohe Dividendenrendite und das fließt auch noch relativ gut, aber es ist nicht mehr ein Wachstumstitel. Und deshalb ist auch Warren Buffett da reingegangen. Er würde ja niemals in einen Technologie-Hightech-Unternehmen reingehen, sondern er geht nur in langfristige Wachstumswerte rein. Deshalb der Einstieg. Aber das heißt nicht, dass Buffett jetzt darauf aus ist, dass die Aktie mal eben hier von 94 Euro wieder steigt bis an die 200-Tage-Linie bei 107 Euro. Das interessiert Buffett nicht. Der hat einen ganz, ganz langfristigen Anlagehorizont. Genau. Das dazu. Und dann gucke ich nochmal kurz. Da war noch eine Frage gewesen zu Wirecard. Genau, die wollte ich schon nochmal aufgreifen. Ich muss mal eben den Chart mir suchen. Wirecard sind ja jetzt keine neuen Attacken mehr gefahren worden. Bin ich aber auch vorsichtig, wenn man jetzt hier eine Charttechnik zu macht. Denn natürlich, der ganze Einbruch, den wir hier gesehen haben, ist natürlich auf diese Short-Attacke zurückzuführen. Wir sind jetzt hier wieder an der 200-Tage-Linie angekommen. Die Aktie entfernte sich aber auch sehr weit von ihrer 21-Tage-Linie. Ich hatte das bei Feingold Research auch geschrieben, zu weit weg von der 21-Tage-Linie zuletzt mit 11%. Das muss jetzt erstmal verdaut werden. Wir haben jetzt hier die 200-Tage-Linie, wir haben Widerstand
bei 41,70 bis ungefähr 42,70, also die Aktie heiß gelaufen kurzfristig, sie ist zu schnell gestiegen in zu kurzer Zeit. Deshalb hier würde ich jetzt nicht unbedingt mehr reingehen. Und sie hat das Niveau jetzt auch schon erreicht, wo sie eigentlich in den vergangenen Jahren gewesen ist. Und dazu haben wir jetzt die Unsicherheit, kommt hier nochmal eine neue Short-Attacke oder eben nicht. Wäre ich jetzt vorsichtig. Also hier jetzt nicht unbedingt mehr neu einsteigen. Wenn man dabei gewesen ist, zumindest mal Gewinne teilweise realisieren. Neueinstieg drängt sich hier für mich im Augenblick erstmal nicht mehr auf. Die Aktie dürfte kurzfristig zumindest mal seitwärts laufen, in dem Bereich auskonsolidieren und dann, wie auch schon eigentlich seit 2015, eher so seitwärts dümpeln im Bereich, ganz schwierig, 36 bis 48 Euro, ne, so in der Zone. Alles andere sehe ich hier im Augenblick nicht an im Gesamtmarkt. Genau. Automobilwerte insgesamt kritisch. Daimler, nur für diejenigen, die überzeugt sind von der Aktie noch, hat ja jetzt eine super Modelloffensive aufs Parkett gelegt, also auf die Straße. Aber das war es jetzt auch. Hat natürlich bei den Margen wahnsinnig aufgeholt, aber das ist alles eingepreist. Das ist alles nichts Neues mehr. Und wenn Sie sich den Kursverlauf angucken, die Aktie steht immer noch kurz an einer wichtigen Unterstützung. Bei BMW auch, da tut sich auch nichts mehr. VW ist für mich eher sogar auf der Short-Seite zu sehen. Ich zeige Ihnen kurz den Chart, warum ich VW eher short bin. Das ist allerdings hohes Risiko wegen der ganzen Klagegeschichte, norwegischer Staatsfonds, haben Sie sicherlich mitbekommen, aber Sie sehen es hier, Widerstand angelaufen, 130 bis ungefähr 136 Euro, fallende 200-Tage-Linie, also solange hier kein Ausbruch erfolgt, über diese Barriere bei rund 137 Euro wäre ich hier eher tendenziell auf der Short-Seite. Ansonsten Autowerte auch tendenziell im Augenblick eher links liegen lassen, weil kein klarer Trend mehr vorliegt. Deutsche Telekom, leicht positiv, sollte es zum Ausbruch kommen. Gucken Sie sich da den Chart an, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, ich mache den Chart kurz auf. Steht kurz davor, auf ein neues Verlaufshoch zu steigen, also ein Ausbruchskandidat, den ich Ihnen eben auch mit dieser Technik vorgestellt hatte. Sieht man hier Ausbruch 16,20 bis 16,30 darum. Das ist die entscheidende Marke, sollte die rausgenommen werden, dann wird es hier sicherlich ganz interessant. Ja, sieht man hier. Aber im Augenblick sieht es nicht danach aus, dass die Telekom nach oben hin ausbricht. Da muss man abwarten. Also wie gesagt, warten Sie darauf, dass wirklich hier auch ein Kurs per Tagesschluss von mindestens 16,30 aufgerufen wird. Vorher wäre ich mit neuen Long-Positionen vorsichtig, beziehungsweise eher sogar negativ, weil man hier auch einen Rücklauf setzen kann bis 14,80, 15 Euro und damit eine Fortsetzung dieser Seitwärtsbewegung. Deutsche Börse ist ebenfalls zum Beispiel. Puh, so, jetzt muss ich mal langsam die Koffer packen, auch wenn es mir schwer fällt. Machen wir die letzten beiden noch. Atva. Atva ist für mich keine Aktie im Augenblick, in der man auch weisen sein muss. Sie sehen es auch hier ganz klar seitwärts gerichtet im Augenblick, die Tendenz. Ist zwar fundamental gesehen relativ günstig, aber ist hier auch in so einer Seitwärtsgeschichte gefangen. 7,10 Euro auf der Unterseite, der Widerstand. Auf der Oberseite 11 Euro bis 11 Euro, ja 12,20 Euro. Läuft für mich vorerst erstmal seitwärts. Hier hat die Aktie zwar die Chance gehabt, aus dieser langfristigen Bodenbildung mal nachhaltig auszubrechen, dass es nicht passiert. Und solange das nicht passiert, wäre ich mit dem Wert auch vorsichtig. Es muss, der Markt muss erst liefern, muss es mir erst bestätigen und dann entsprechend einsteigen. Und das ist bisher nicht passiert. Technologieaktien, wie ich ja sowieso schon sagte, der TecDAX seit Jahresbeginn der Top-Verlierer unter den deutschen Indizes. Also muss man bei Technologieaktien sowieso nochmal vorsichtiger sein. Und Sie sehen es hier, einfach kein klarer langfristiger Trend. Hier war nur ein Impuls und seitdem läuft die Geschichte seitwärts. Also muss man da auch nicht drin sein. Trägerwerk als letztes für heute. Abwärtstrend, fallende 200-Tage-Linie, negativ. Abwärtstrend rausgenommen. Sie sehen es auch hier, nur eine langfristige Bodenbildungsphase, die wir hier sehen. In so einem breiten Unterstützungsband. Das kann man hier mal aufziehen.
Also das hat man hier auch in der Vergangenheit, ist das schon mal in Erscheinung getreten. Hier immer wieder eingetaucht, unterstützt, angelaufen, angelaufen, einmal durchstoßen. Da sind wir jetzt im Augenblick drin. Weiß ich nicht. Finde ich jetzt auch eher langweilig. Kann sein, dass es hier eine Bodenbildungsphase gibt. Kann aber auch mal sein, dass wir die nochmal gut 15, 20% günstiger einsammeln können. Hier knapp über 50 Euro. 200-Tage-Linie verläuft fallend. Ist jetzt auch nicht unbedingt ein Wert, wo man drin sein muss. Ja. Ist möglicherweise eine Bodenbildung. Man kann erste Stücke kaufen, aber kein Must-Have. Gerade nicht auf der spekulativ gehebelten Seite. Ja. Weil kein klarer Trend. Also ich meine, nochmal ganz deutlich, ja, die Aktie seit 2010, nichts ist hier passiert. Ja. Wir handeln auf dem gleichen Niveau wie 2010. Warum auch immer, ja, der Markt sagt, das ist insgesamt ist das Unternehmen jetzt nicht mehr wert. Ja. Wir haben hier diesen massiven Einbruch gesehen. Von der fundamentalen Seite her muss hier also auch erstmal geliefert werden. Es ist alles nicht, es ist keine richtige Investment-Story im Augenblick drin. Deshalb vorsichtig sein. Gut, das soll es gewesen sein. Das habe ich dann noch maßlos überzogen. Knapp 2,5 Stunden Webinar am Stück. Ich würde mal sagen, so langsam raucht mir jetzt der Kopf. Ich hoffe, für Sie waren ein paar Werte dabei gewesen. Es ist leider, das muss man so sagen, im Augenblick ziemlich unbefriedigend, weil es nur noch wenige Aktien gibt, die überhaupt spannend sind. Ja, wo man sagen kann, hier liegt ein klarer, guter Trend vor. Viele Werte gehen jetzt in so eine Seitwärtsbewegung rüber, wie die Indizes eben auch. Und da geht nur noch mit ganz kurzfristigem Trading was. Aber insgesamt ist das sehr, sehr unbefriedigend und ich fürchte im Zuge eben der Euro, die jetzt auch noch ansteht. Ab Anfang Juni nimmt das Volumen, geht dann nochmal weiter raus und wenn Sie dann keinen richtigen klaren Markt haben, der gut läuft, einen klaren Trend, dann geht das Interesse nochmal ein bisschen weiter zurück. Bietet auch immer wieder Chancen, also die werde ich aufgreifen, auch in der nächsten Woche wieder, wenn wir uns die Hauptindizes anschauen. Aber insgesamt im Augenblick eine ziemlich saure Gurkenzeit. Muss man mal gucken. Also irgendwann wird es zum Ausbruch kommen, irgendwann folgt dann der starke Impuls und bis dahin auf jeden Fall gespannt die Märkte verfolgen. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Stimmt. Orientierungsmarken habe ich vergessen. Danke für den Hinweis. Aktualisiert natürlich noch. So, ansonsten war es das jetzt. Viertel nach acht. 2,5 Stunden Webinar gehen zu Ende für mich. Wünsche Ihnen einen schönen Abend. Halten Sie die Ohren steif. Bis zur nächsten Woche wieder Dienstagabend. Chartanalyse mit gemixt Fundamentalanalyse. Ich glaube, dann gucken wir uns die Hauptmärkte an, die Hauptindizes. Bis dahin alles Gute. Und bis zur nächsten Woche. Schönen Abend noch und tschüss.